Verwenden Sie zum Fahren die Standardbewegungstasten. Mit Leertaste starten Sie die Sprungdüsen. Ach du Kacke. Des Markus. N lässt sie von einer unerforschten Welt auf die Normandy zurückkehren. N? Wie N? Rechte Maustaste feuert die Kanone des Markus ab. Linke Maustaste feuert das MG ab. Mit Umschalttaste können Sie heranzoomen. Alter! Oh Gott, ich gucke hier, die Steuerung ist heftig. Sehr, sehr schwammig. Ich versuche die ganze Zeit Speed aufzulegen, das geht ja gar nicht. Ach Gott, ich bin der schlechteste Fahrer ever. Da gibt es hier noch keine Feinde. Ich will mir die Gegend mal angucken, das sieht so cool aus hier. Ja. Wenn man, sobald man so komisch abhebt. Ach du Scheiße. Ich bin mir sicher, ich falle hier irgendwann runter. Was steigen? Hm? Kommt man da jetzt heran? Komisch. Och, du Scheiße. Das wären schon mal die. Alles geht jetzt. Huch! What the fuck? Was zum... Ich fange die Dinger noch auf. Sehr geil. Das wird nix. Das wird nix. Das wusste ich doch nicht. Alter. So, ich habe mal kurz in Sicherheit gebracht, damit ich mich ein bisschen reparieren kann. Sonst macht der nächste Schuss nämlich kaputt. Sehr schwer, wenn man so ranzoomt, zu fahren. So, kurz operieren. Währenddessen geht gar nichts. Upgrade Kit, ja, wie komme ich denn da ran? Gar nicht. Ich drücke alles, aber nichts funktioniert. Okay. Kommt die ja noch mit vierbeinigen Roboter-Dingern an.
sehr geil, dass ich genau da drüber schieße. Okay, wir müssen darauf achten. Hey, das gibt's doch gar nicht. Kann ich aussteigen? Ja, das stört mich ein bisschen. Über die Kisten rum, aber ich kann nichts damit machen. Von da komme ich. Okay, dann fahre ich da lang. Ach du Kacke. Gott, wir haben gerade die Hälfte des Weges geschafft. Dann gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas, komm. Ich bin ja der Ultra-Pro-Gamer und surfe durch die... Ich surfe. Ich surfe mit Reifen. Muss sagen... Ich meine, man sieht nicht viel, ist auch klar warum. Ich meine, das Spiel ist halt schon was älter, grafisch. Sowieso. Es sieht trotzdem aber schon ziemlich geil aus. Es regt ein bisschen die Fantasie an, wenn man es nicht alles so sieht. Ja, jetzt schießt er wieder drüber. Jetzt verreckt doch. Ja, es regt ein bisschen die Fantasie an, wenn man das nicht alles so genau sehen kann, wenn das alles so ein bisschen verdeckt ist mit dem Nebel. Klar, die konnten das alles damals noch nicht so richtig darstellen. Darum sieht man das natürlich nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz cool so. Daneben geschossen. So. Ich habe irgendwie gar nichts gemacht, kann das sein? Ah, ich bin am Turm hängen geblieben. Ich drehe mich in der Luft. Also ich hoffe, man kann da nicht runterfallen. Das würde ich sonst echt noch schaffen. Ich denke schon die ganze Zeit so ein bisschen nach rechts, dass ich ja am Berg bleibe. Und irgendwie hört sich das Ding an wie eine Waschmaschine. So im Hintergrund sieht das echt danach an. Warte mal, wie fährt denn der eigentlich? Ich sehe keine Scheibe. Nach Gefühl. So fahre ich auch immer. Oh, das haben wir getroffen. Super Sache. Ah! Oh, scheiße! Habe ich mich gerade erschrocken. Das war eng. So, mein Freund. Du, jetzt können wir auch langsam mal ankommen. Genug Berge gesehen jetzt. Ich möchte auch gerne mal wieder auf zurück auf mein Schiff kommen. Ja. Da haben wir ja auch schon ewig. Alter! Ach so, das hatte ich gar nicht erwähnt. Der liebe Shepard ist eben eine Stufe aufgestiegen, während ich nachspielen musste nach dem Crash. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Den Stufenaufstieg. So, irgendwas bin ich jetzt doch da, oder? Da ist doch irgendwie die Tür. Ey, jetzt sag mir nicht, man kann jetzt hier aussteigen. Schon die ganze Zeit. Ich frage erstmal wie. Ich drücke alle Tasten. Bis auf Q. Oh Gott, ich hätte also die Kisten mit Q einsammeln können. Das ist so typ. What the fuck? Da
Das ist, glaube ich, nicht normal. Warum sind die jetzt schwarze Kästchen? Och, das gibt's doch nicht. Dieses Spiel macht mich fertig. Das ist ein einziger Bug. Ach du heilige Scheiße, was soll das denn? Das sind jetzt alles schwarze Kästchen. Komm hier mal raus. Sehr gut, wir schießen sie mal. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann auch mal wieder einen Cut. Hoffen wir, dass das jetzt wieder in Ordnung geht hier. Oh, das sieht eigentlich schon lustig aus. Naja, gut, ich mache jetzt mal einen Cut. Das sieht echt scheiße aus und bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder. Nach ewiger Zeit. Ja, für euch ist nicht viel Zeit gegangen, aber ich habe eine ziemliche Odyssee hinter mir. Wie man sieht, es ist immer noch alles schwarz, aber das wird sich jeden Moment ändern, denn ich habe ein bisschen recherchiert und dieser Bug ist leider schon lange bekannt. Das heißt leider, er ist schon lange bekannt für BioWare. Angeblich sollte das mit dem Patch damals behoben werden. Da die Patches aber sowieso schon installiert sind, weil das Ganze von Origin gemastert wird. Naja, man sieht ja, wie toll das gefixt worden ist. Auf jeden Fall muss man jetzt die Konsole aktivieren und dann View Mode Unlit eingeben und schwupp, siehe da. Natürlich sind jetzt sämtliche Shader weg. Alles, was irgendwie Schatten gemacht hat oder sonst was, ist jetzt erstmal futsch. Das Ganze soll aber wohl nur für dieses Level gelten. Also solange jetzt wir jetzt hier sind, solange wir jetzt hier durch müssen, muss ich diesen Schatten jetzt leider komplett ausschalten. Danach kann ich ihn hoffentlich wieder aktivieren. Aber wenigstens keine schwarzen Kästchen mehr. Ich bin so glücklich. Ich habe vorhin schon eine Viertelstunde mit diesen schwarzen Kästchen gespielt oder noch länger. Und es wollte einfach nicht weggehen. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, dass ich ohne Kästchen hier bin. Uah. Ja, geil. Ich bin ja so fasziniert von diesen ganzen Kästchen, dass es super anfängt. Ist super. Dann sehen wir direkt nochmal den vorm schönen Ladebildschirm. Haben wir lange nicht gesehen. Ich bin lange nicht gestorben. So. Im Normalfall würde ich jetzt gerade schwarz werden. Genau jetzt hier. Ist echt ein total dämlicher Bug. Aber wie gesagt, hoffentlich nur für dieses Level. So, mein Freund. Ach, der Bastard ist ja... Alter! Ey, da geht man einen Schritt nach rechts und tot. Ich bin die ganzen letzten Male nicht gestorben, wenn das zwei schwarze Klötze waren. Warum sterbe ich denn jetzt auf einmal? Machen wir es nochmal. Ah, ich bin sauer. Naja, vielleicht haben sich die meisten werden sich wahrscheinlich schon daran gewöhnt haben, dass ich in diesem Let's Play ziemlich oft sterben werde. So. Diesmal laufe ich nicht mit der Kette. Lebt der noch? Nee. Macht so wenig, Leute. Ich find's immer wieder lustig, dass dieses Scharfschützengewehr einfach so luschig ist. Das ist einfach so wegstecken. Und Shepard anscheinend irgendwie ein Problem hat, stillzuhalten. Der hat Parkinson oder so. Oh. Natürlich, jetzt halte sich wieder hoch. Ach Gott, ich bin so schlecht. Aber naja, was soll's. Alter, verpiss dich. Verpiss dich. Boah.
Alter. Boy. Also das war bei den schwarzen Klöstchen irgendwie ziemlich easy. Dagegen ist das jetzt ja echt schon hart. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Jo, muss aber. Lass mal kurz heilen. Die Kästchen habe ich übrigens jetzt auch auf dem Weg eingenommen. Ja, genau. Ich habe sie aufgesammelt diesmal. Ich wusste ja jetzt, dass ich auch aussteigen kann aus diesem Ding. Ach, so sieht das also aus, wenn da keine schwarzen Kästchen sind. Welcher Idiot hat die Gefechtstürme falsch ausgerichtet? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Achso, da konnte ich nicht dran, stimmt. Alles meins. Da kann man nicht lang. So, bis hierhin kenne ich alles noch. So, noch ein bisschen weiter. Und mal wieder ein Aufzug. Diesmal stehe ich allerdings andersrum. Das ist mal was ganz Neues. Shepard hat mal was Neues versucht. Oh, Phyrex. Siehst so schön aus in deiner roten Rüstung. Das passt so gut zu deinen Augen. Ja. Ich werde langsam wahnsinnig bei dem Spiel. Allein das zum Lauf zu bringen, war damals schon so ein Akt. Zum Lauf tut's ja auch nicht. Ja, die sind Gott sei Dank ein bisschen easy. Ein bisschen easy. Ich denke die ganze Zeit immer, ich muss nachladen. Ich drücke die ganze Zeit immer R. Hier ist nichts. Ach, da ging's lang. Genau. Huch. Was war das? Was war das? Wohl nur Trümmer. Nur keine Panik. Ich bin der Beschützer meiner Westen. So sieht das Vieh also normalerweise aus. Stirbt ihr scheiß Kakerlakenviecher. Drachni. Das ist Drachni. Weg da. Was waren das für Dinge? Ach nee. Steht doch dran, Mensch. Kannst du nicht lesen? Eine leichte Dechiffrierung. Ach, hier war ich letztes Mal gar nicht. Alles nehmen. Dran. Kodex-Eintrag. Kann man hier irgendwann auch mal lesen. Ein Medikit. Ach, Gott sei Dank. Kann ich nie genug von haben. Ich bedenke, bei Mass Effect 3 habe ich die Dinger fast nie benutzt. Und jetzt? Ja, wie Damage die auch machen. Wie ein Schlag. Haut mir direkt die Hälfte weg. Irgendwas mache ich doch falsch. Ich muss mal ein bisschen auf die Upgrades und so achten. Aber erst wenn wir wieder zurück am Schiff sind. Irgendwie nimmt das hier auf dem Planeten hier überhaupt kein Ende mehr. Sprechen. Rex, sprechen. Ich möchte mit dir sprechen, aber es geht nicht. Warum nicht? Ja. Ein Hilfsstromsystem, Commander. Muss für den Großrechner der Station sein. Dann nichts wie ran an das Ding.
Das hätte ich gleich vorher machen sollen. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Neustart erforderlich. Ja, den Satz sagt die gleich noch 30 Mal. Das kann ich ja schon mal sagen. So, jetzt muss ich in den Reaktor. Speicherkern. Kern. Reparieren. So, das ist nämlich ein kleines Rätsel, wo ich jetzt mal ziemlich dran verzweifelt bin. Hat ewig gedauert, bis ich es verstanden habe. Aber im Grunde ist es einfach nur eine Umschichterei des Ganzen. Ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt hier... Ist das egal, wo ich nichts mache? Ach, bitte. Na komm. Wie reagiert der manchmal und manchmal nicht? Ach, jetzt bin ich wieder Blödsinn gemacht. Jetzt hab ich wieder Blödsinn. Mein Gott, meine. Schimpansen sind schlauer als ich. So. Jetzt habe ich irgendwie sehr viel länger dafür gebraucht. Tada! Reaktiviert. Ein kleines Rätselchen. Hatten wir auch noch nicht. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Ja, ich könnte Hilfe dabei gebrauchen. Wer bist du? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level-2-Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Oha. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die sind außer Betrieb. Ja, ich habe ja schon gesagt, die labert jetzt die ganze Zeit hier. Abartig. Und ab hier habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Ab hier also wieder blind. Ja, ich sehe es schon.
gucken müssen. Ich hab den in den Arsch geschossen, sorry. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozedur abgeschaltet. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Ach so, okay. Ich hasse Insekten. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Dadurch soll alles abgetötet werden, was einer Umwelt gefährlich werden könnte. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde sie ab. Dechiffrierung. Oh, das ist so schwammig hier, diese Steuerung an dem Ding. Oh, ja, wie man sieht. Ist die Zeit wieder abgelaufen? Na dann halt nicht. Oh Gott, wo muss ich jetzt hier hin? Oh. Landleitung repariert, das ging ja einfach. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozedur Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Ich dachte, ihr sagt jetzt mal was Neues, aber... Ich melde sie ab. Okay, die Landleitungen sind immer wieder da. Sie konnte aber nicht auf irgendwas zugreifen. Sag nicht die Map. Okay, fahren wir mit... Fahren wir wieder runter. Bleiben Sie wachsam. Lieber kalt als tot. Jo, sehe ich auch so. Guck. Es ist so schnell. Hilfe. Warnmeldung. Ach, sei doch. Kann doch die Klappe Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Ich weiß es. Manueller Neustart erforderlich. Der Mira-Kern. So. Fahrstuhl zum Reaktor. Da muss ich hin. Zur Cafeteria. Zum Zug. Also erstmal zum Reaktor. Oh, hä, wie komme ich jetzt da hin? Erstmal zum Reaktor. Nach links. Achso, das sind noch Schilder. Uah. Diese Viecher so auf mich zustürmen, ey, könnte ich ja. Und mal wieder ein Fahrstuhl, das ist was ganz Neues. Warnmeldung. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Nein, im Fahrstuhl. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Ernsthaft, Mädels. Manueller Neustart erforderlich. Du musst mal, glaube ich, neu gebootet werden. Ein Müllkanister. Da ist natürlich ein Rückstoßdämpfer drin. Seems legit. Technik-Kit. Das ganze Zeug muss ich echt mal, die ganzen Upgrades, mal anbringen. Ich weiß, da schludere ich immer sehr gerne. Das vernachlässige ich sehr gerne. Uah! Ach, das ist wieder Geth. Geth, jetzt sag ich schon Geth. Geth. Na komm, geh rein. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde abgeschaltet. Noch einer weniger. Manueller Neustart erforderlich.
Oh, ich war schon tot. Ich hab mich gerade extra noch geheilt. Also ich müsste eigentlich mal so einen Death-Counter machen, ja, das ist, wie oft ich schon verreckt bin. Weil ich habe so das Gefühl, in dem Spiel breche ich alle Rekorde. Das ist doch nicht dein Ernst. Was? Wir starten hier hinten wieder? Och Leute. Was ist denn das für ein scheiß Speicherungsding? Och, es gibt's doch wirklich nicht. Leck mich doch. Das ist das nervigste Spiel, was ich je gespielt habe. Mann. Die Nachfolger, saugeil, ja, aber Teil 1 ist ja wohl voll für den Arsch. Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin da. Boah, Leute.